Oh Leute, jetzt ganz genau zuhören. eWeber.com bietet jetzt mittlerweile sogar PS4-Spiele an, die ihr günstiger kaufen könnt, als ihr sonst gewohnt seid. Aus dem Shop, aus dem Laden, von Amazon oder. Das heißt, wenn ihr Interesse habt an einem geilen Game, nutzt den Code Shappy für 3%. Dazu kriegt ihr noch einen Euro hinterhergeschmissen. Und wenn ihr PSN-Karten braucht, klappt das genauso. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Es war jetzt fast eine Woche Pause seit dem letzten Video. Ich habe diese Woche sehr, sehr viele andere Sachen gemacht, die aktuell wichtiger waren. Aber ich bin wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt die, ich glaube, 5 Tage gut überstanden. Letzte Woche ist so viel passiert bei Black Ops. Ich arbeite seit 2 Tagen an einem Video über den Kotaku-Report. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. Es wurde ja vor vielen Wochen schon angekündigt, dass noch erzählt wird, was alles in dem ganzen Prozess, als Black Ops 4 entstanden ist, hinter den Kulissen abgelaufen ist. Da geht es um Treyarch-Mitarbeiter, die 70-Stunden-Wochen arbeiten mussten, die ihre Boni nicht ausgezahlt bekommen haben, die betrogen worden sind und. Das kriegt ihr morgen oder übermorgen. Heute möchte ich euch etwas Schönes zeigen. Und zwar habe ich die letzten Wochen viele Einsendungen bekommen von euch, von Abonnenten, von coolen Leuten, von nicht so coolen Leuten, die mein Video über Raptor gesehen haben und der Meinung waren, es wäre wohl wieder Zeit, dass ich mal wieder einen kleineren Kanal vorstelle. Hatte ich in dem Zeitraum gar nicht geplant, habe dann trotzdem die Augen offen gehalten nach coolen Content-Creatern, die irgendeine Idee haben, die mir gefällt, und habe gestern tatsächlich eine Einsendung bekommen, die ich euch heute zeigen werde. Es ist der gute Sharky. Der ist natürlich unten verlinkt. Der hat wirklich 110 Abonnenten, Leute, und hat sich so viel Mühe mit diesem Video gegeben. Ich hoffe, ihr werdet es genießen. Ich habe es gesehen und es war in der Sekunde, wo ich es gesehen habe, für mich klar, dass ich den gerne vorstellen würde. Vielen Dank für die Einsendung, Sharky. Ich hoffe, dass du heute ein bisschen Zuspruch von den Abonnenten und den Zuschauern bekommst. Leute, es ist eure Aufgabe. Wenn euch sein Video gefallen hat, lasst ihm ein Abo da. Ich glaube, er wird sich riesig freuen. 110 Abonnenten, hat sich richtig Mühe gegeben. Und ihr habt es ja schon im Titel gesehen, die 5 besten YouTuber Deutschlands. Und natürlich ist Shappy dabei. Auf welchem Platz? Und was er zu mir sagt, das seht ihr. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Gebt ihm ein bisschen Liebe. Geht auf den Link unten. Wir wollen allen helfen, die ein bisschen Hilfe brauchen. Und ihr bekommt ab jetzt auch wieder ganz normal eure wöchentliche Dosis Shappy. Diese Woche, wie gesagt, war ich schwer beschäftigt. Was genau los war, erzähle ich euch noch. Ich bin raus, haut rein. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt's die 5 besten Call of Duty YouTuber derzeit. Wichtig vorab, das Ganze ist meine Meinung. Wenn du eine andere Meinung hast, kannst du das gerne in die Kommentare schreiben, solange du es vernünftig schreiben kannst. Aber wenn du so ein Vollidiot bist, der einfach nur rumhaten kann, weil er irgendwie ein bisschen dumm im Schädel ist, dann kauf dir bitte ein Ticket für den Bus für Leute, die es interessiert. Damit fährst du dann zur Stadt für Leute, die es interessiert, und bleibst da für immer. Als Einziger. Alleine. Weil dumme Hate-Kommentare keinen interessieren. Aber let's go, Leute, fangen wir an. Und es geht traurig los, Leute, ja. Wir fangen an mit Platz 5 mit Fantu. Ihr werdet euch jetzt vielleicht denken, warum traurig? Der Typ hat 300 fucking 1000 Abonnenten. Ja, aber er macht halt leider nur Klicks für einen YouTuber, der nicht mal 100.000 Abonnenten hat. Das ist irgendwie schon traurig. Er ist halt wirklich ein mega sympathischer Typ und die Qualität seiner Videos geht auch mega klar. Er ist halt so ein richtig chilliger Dude und er kriegt irgendwie viel zu wenig Aufmerksamkeit für seine Abos. Die Qualität seiner Videos ist halt echt in Ordnung. Er macht guten Content, den man sich gut geben kann. Gut, man muss dazu sagen, ab und zu redet er manchmal ein bisschen monoton, aber nur so ein ganz kleines bisschen. Ist halt ein ultra entspannter Kollege, den irgendwie nichts aus der Ruhe bringt. Aber ich kann mir auch nicht ständig irgendwelche Flummi-YouTuber auf 3 Gramm Meth geben, die einen Double-Time labern und die ganze Zeit durch die Gegend springen auf ihrem DX-Racer. Vielleicht ist das bei euch ja anders, aber ab und zu mal so ein gechillter Fantu ist gar nicht mal verkehrt für einen entspannten Tag. Wenn ihr seine Videos guckt, müsst ihr mal drauf achten, wenn er versucht, so ein bisschen angepisster und sauer rüberzukommen. Ihn bringt eigentlich so nichts aus der Ruhe. Man sieht, dass er übelst entspannt ist. Ich kann den einfach voll nicht ernst nehmen, wenn er irgendwie ragen will oder sich aufregt. Der ist einfach viel zu nett und lieb dafür, ehrlich. Vielleicht kommt ja irgendwann mal ein Video, wo auf übelst derbst so ausrastet, seinen ganzen Schreibtisch kaputt schlägt, aber ich glaube, er ist so tiefenentspannt, das geht gar nicht. Aber er ist nicht nur hier in der Liste, weil er so ein entspannter Typ ist, sondern weil er auch verdammt viel Skill hat, was das Game angeht. Also, skilltechnisch ist der Junge mega gut. Lustig, dass ich Junge sage, er ist wahrscheinlich älter als ich, aber egal, gönnt ihn euch, ist einfach ein richtig entspannter Typ. Platz 4 derzeit für mich geht an den guten alten Schepperfeuer.
Der Ehrenmann hat vor kurzem die 10.000 Abonnenten erreicht. Da nochmal herzlichen Glückwunsch, ehrlich verdient. Er ist hier in dem Video der kleinste YouTuber von den Abonnenten her, aber nicht der schlechteste definitiv. Okay, Fantu ist auch nicht schlecht. Platz 5 heißt nicht, dass jemand schlecht ist. Es gibt noch ganz viele andere COD-YouTuber, die nicht in diesem Video sind, die auch nicht schlecht sind. Aber es ist halt meine Top 5 sozusagen, ne? Verstehst du? Kannst ja auch sagen, nee, den finde ich nicht, fühle ich nicht. Dafür finde ich den anderen, der hätte da besser reingepasst. Kannst du gerne in die Kommentare schreiben. So, weiter im Text jetzt. Cheppy ist ein sehr korrekter Typ, muss man so sagen. Manche sagen, er wirkt arrogant oder ist arrogant. Ich persönlich muss sagen, ab und zu wirkt das tatsächlich ein bisschen so. Aber es kann auch sein, dass das ganz einfach nur ein Stilmittel ist oder es ist einfach halt seine Art, dass es genauso rüberkommt, obwohl er es gar nicht so meint. Wisst ihr, was ich meine? Nee. Sein Content besteht größtenteils daraus, dass er informative Videos macht über Call of Duty Updates oder was gerade so Neues ist, was passiert, über Nerf, welche Waffen gepusht werden, welche Waffen jetzt besser sind und so weiter und so fort. Er veranstaltet aber auch Community-Turniere oder zockt abends auch mal mit seiner Community, was ich mega geil finde. Und außerdem macht er auch noch Videos, die einem helfen können, besser in Call of Duty zu werden oder wie man zum Beispiel eine bessere Lobby findet. Könnt ihr alles bei ihm auf dem Kanal sehen. Und jetzt kommt das, was ich bei ihm besonders schätze, denn er ist relativ offen, was YouTube und alles angeht. Wenn man mal Hilfe braucht, kann man ihn gerne mal schreiben. Er antwortet einem eigentlich auch, außer man schreibt ihm halt, kannst du mich bitte mal pushen? Ich will nichts machen für meinen Erfolg so mäßig, ne? Und dann kann er nämlich, so hilfsbereit er auch ist, genauso gemein sein. Seine Antworten werden, wenn ihr ihn mit sowas nervt, nicht nett für euch enden. Nicht falsch verstehen, er wird euch nicht beleidigen, er wird euch einfach sachlich und argumentativ zerstören. Wenn in eurem Satz irgendein Fehler ist, erfindet ihn. Also lasst es, nervt ihn damit nicht. Er kriegt so viele Nachrichten davon, ich hab's ja selber schon mal mitgekriegt, Junge, das ist echt nicht cool. Still the same OG. Platz 3 geht an das Brot. Dass ich da nicht selbst drauf gekommen bin. Nein, nicht das Brot, Aimbrot. Mist. Er musste einfach in diese Liste, ohne Scheiß. Er ist ein sehr, sehr, sehr guter Sniper und echt sympathisch. Seine Videos sind sehr skilllastig, da so gut wie in jeder Folge oder sogar in jeder, I don't know, Streaks rausballert, Gegner wegrasiert mit allen möglichen Waffen in seiner Road to Dark Matter beispielsweise. Und bei ihm gibt's, wie gesagt, auch super geile Sniper-Action. Echt lecker, ihn beim Snipen zuzuschauen, das ist einfach mega geil. Ich würde euch hier jetzt gerne irgendwas einblenden, aber aus Copyright-Gründen kann ich das halt leider nicht machen. Ihr müsst euch jetzt einfach bildlich vorstellen, wie er mit seiner Sniper einfach alles wegquickscoped, was irgendwie überhaupt in seinem Sichtfeld kommt. Und habt das euch vorgestellt. Geil, oder? Das ist mega lit. Er ist halt auch wieder so der typische gechillte Dude und seine Videos sind auch ultra gechillt. Aber nicht langweilig, also er wird nicht langweilig dabei, wenn er so eine gechillte Art hat. Und er ist auch eine kleine Content-Maschine, er haut so 3-4 Videos die Woche raus und alle in derselben guten Qualität. Also er lässt nicht nach, egal wie viele Videos er raushaut. Verdienter Platz 3 in meiner Liste, definitiv. To the same OG. Platz 2, was geht ab? John ist am Start. Was soll man dazu großartig sagen? Der Junge hat so viele Abos gemacht in dem letzten Jahr, das ist echt unglaublich. Und das Ganze nicht unverdient, weil er irgendwelche Clickbait-Scheiße hochlädt, sondern einfach, weil sein Content so nach vorn geht. Er ist ein so verdammt guter Spieler und unterhält einen so extrem in seinen Videos. Sein Content ist ähnlich wie der zu Cheppy aufgebaut, also Meinungsvideos über COD und auch über neuen Content, über Updates etc. Nur, dass er auch viele Unterhaltungsvideos macht, wie er zum Beispiel ältere Call of Duty spielt oder einfach Lobbys komplett online auseinander nimmt mit seinem Skill, egal mit welcher Waffe. Ab und zu ist auch mal ein bisschen Rage drin, was auch ganz geil ist, sagt aber auch schon der Name, ne? Also, wenn du da den ruhigen Fantu erwartest, während du John Rage guckst, dann kannst du knicken, Bruder. Aber er ist halt nicht durchgehend am Ragen, er ist auch so ein mega entspannter Typ. Der typische COD-Spieler halt, tiefenentspannt, richtig gechillt und dann kommt der Punkt, der dich abfuckt und dann geht's los. Aber dann zerreißt er trotzdem noch alles. Also wenn du richtig Skill sehen willst, John Rage ist deine Adresse, definitiv. Eigentlich haben alle mega viel Skill, die in diesem Video erwähnt werden. Auch ein Sherpa-Feuer hat Skill, auch wenn ich es da nicht so explizit gesagt habe. Also wenn du Skill willst, kannst du genau bei jedem hier eigentlich draufklicken. Übrigens hat John Rage auch noch ein paar entspannte Real-Life-Videos am Start, die man sich auch geben kann. Also wie gesagt, gönnt euch. To the same OG. Ja, Leute, Platz 1, unerreicht im BO4, geht an, na wen wohl? Ist doch ganz klar und logisch. Mich. Spaß beiseite, es ist natürlich Haptic Rush. Und was soll man zu Haptic großartig sagen? Ohne Witz, er ist einfach ein Ehrenmann, der
immer abliefert. Der Schnitt, die Qualität der Videos, seine Art, die ganze Aufmachung, jedes Video ist qualitätstechnisch auf einem ganz anderen Niveau. Man schaut Haptik nicht wegen COD, sondern COD wegen Haptik. Das ist der Punkt. Ganz ehrlich, selbst wenn der morgen Barbies, Pferdeabenteuer, Spaß, irgendwas spielen würde, hätte es 100 pro mindestens 100.000 Klicks. Seine Videos sind halt einfach Unterhaltung pur. Seine COD-Songs mehr als legendär. Ich kenne niemanden, der COD spielt, der Haptik nicht feiert. Seine ganzen COD-Songs sind so mega legendär. Und auch der Skill, den er beim Spielen an den Tag legt, ist auch extrem übertrieben. Man denkt sich bei Haptik oder bei den anderen manchmal so, Digga, was habt ihr für einfache Lobbys? Aber ohne Witz, meistens sind die Lobbys gar nicht mal so einfach. Er spielt einfach nur gut. Und wenn du das kannst, dann sind die Lobbys bei dir auch so. Aber auch die kriegen Abfuck-Lobbys, glaub mir. Das Einzige, was durch den Hype um Haptic so ein bisschen stört, ist seine HPTC-Army, die online mit Diamant-Titan im Multiplayer spielt. Wobei ich mich frage, du feierst Haptic, der diese Waffe und jeden, der sie spielt, so komplett in Grund und Boden geflamed hat. Und du supportest ihn mit dem Clan-Tag und spielst mit der Titan. Bruder, das ist Paradoxe, muss man nicht verstehen, oder? Ich meine, Haptic steht für alles, für Unterhaltung, für Skill, für gutes Spielen, für Titan-Hass. Und du spielst damit und willst ihn supporten. Verstehe ich nicht. Weil das wirft ja ein schlechtes Licht auf seine Community, so weißt du, wo sich dann alle denken, wenn du 5 davon hattest, boah, seine ganzen Fans, die sind alle voll die Wichser, die spielen alle nur mit der Titan, so weißt du. Obwohl nicht alle so scheiße sind, da sind auch welche bei, die rasieren übelst. Ja, Leute, und das war's auch mit diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefällt, dass ihr dann ein Like da lasst und vielleicht ein Abo. Wenn ihr es irgendwie teilt, dass ein paar der erwähnten YouTuber das Video unter Umständen vielleicht sehen könnten, wäre das echt geil. Aber bitte spammt nicht bei irgendwelchen Leuten rum, das ist wieder nicht so geil. Übrigens will ich hier nochmal an das Gewinnspiel erinnern. Es ist jetzt hier oben im i, wenn du Abonnent bist oder halt auch kein Abonnent bist, kannst du beim Gewinnspiel mitmachen und unter Umständen ein bisschen Geld gewinnen. Das Gewinnspiel ist real. Und das wird am 27. Nein, fuck, zu Andrea. Am 12.07. wird es aufgelöst, das Gewinnspiel. Es wird ausgelost. Dazu gibt es ein extra Video, wer dann gewonnen hat. Ihr könnt auch mitentscheiden, wer wie was gewinnen kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video und haut rein, Leute.